Also, ab durch die Tür. Mal gucken, was dahinter ist. Das ist gar kein Fahrstuhl. Okay, und ab geht die wilde Fahrt. Wow, schau dir diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Nennt sie das damit Aufzug? Wahrscheinlich, ne? Dann ist das wohl der Fahrstuhl. Könnte ich mir vorstellen. Aber wir müssen erstmal nach unten. Ih, was ist das denn? Ih, guck mal. Wieder so ein Glibber, so Fleisch, so. Ih, was ist das denn? Ih, es bewegt sich auch noch. Das ist nicht gut. Wieso kurbelt sich das Ding denn von alleine wieder hoch? Wie soll das denn gehen? Genau, das ist die Palme. Ich erinnere mich. Die Außenwelt, genau. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Um Himmels Willen, da ist Wasser. Nie lieben Leben komme ich nicht von da. Das ist Laborfleisch. Nee, das Laborfleisch außer Rand und Band in der Zukunft. Genau, so sieht das aus. Ich mag das Spiel jetzt schon. Find süß bisher. Bisschen leer, aber es kommt sicher noch. Ja, ja, weil meine erste Aufgabe war einfach nur den Roboter zu finden. Das hätte man natürlich irgendwie auch in 10 Minuten durchlaufen können. Ohne Roboter und Rucksack fand ich es besser. Empfinde ich als störendes Element. Irgendwas, das mir das Spiel erklären soll. Katze sucht Freunde, hätte mir besser gefallen. Ja, komme ich gleich mal drauf. Ich habe jemand versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wen? Diese Postkarte, das Mauerbild wurde nachher gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Damit hätten wir die Erinnerung. Neuen Gegenstand errungen. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Naja, letztendlich ist es ja theoretisch nur ein Roboter. Krisig, ja, da ist, ja, weiß ich nicht, also, gut, wir haben jetzt einen Roboter, der uns direkt sagen kann, der wird uns im Laufe der Zeit hier sagen, was hier passiert ist und warum das hier so ist, wie es ist, und das ist ja generell auch erstmal gar nicht mal so schlecht. So, ja, Roboter, wenn es heißt Cyberpunk, kann man schon mal machen, sag ich mal so. Ja, ich finde den Rucksack natürlich auch ein bisschen komisch, ne? Aber, naja, wie dem auch sei. Habe ich halt einen Rucksack und schleppe ihn mit rum. Der könnte ja auch eigentlich immer neben mir herfliegen, aber gut, macht er nicht. Hätte ich wahrscheinlich besser gefunden ohne den Rucksack, dann soll er einfach nur neben mir herfliegen. Die Drohne ermöglicht mehr Story, ja. Ich habe auch schon Spiele gespielt, wo nur durch Bilder erklärt worden ist. Das geht auch. Also dann muss man sich halt Gedanken machen. Ist immer die Frage, wie das ins Setting passt. Ne? Wenn man sich sagt, ich bin in so einer Stadt, bietet sich vielleicht eine Drohne eher an. Das Spiel, was ich da hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Aber da waren dann so eine Art, weißt du, so wie Höhlenzeichnungen, waren dann irgendwie auf eine Wand aufgebracht und die haben sie aber bewegt und haben dadurch nur durch die Bewegung halt eine Geschichte erzählt. Das ist eine Möglichkeit. Würde jetzt aber hier gar nicht so richtig ins Setting passen, ne? So von der Idee her. Nur meine Katzenfreunde wiederzufinden wäre wahrscheinlich ein bisschen wenig, denke ich mir auch. Ja, die ganzen
die ganzen Spiele von, wie heißen sie noch? Wie heißt die Gruppe mit Machinarium und Schuschell und Machinarium ist das von den Machern, ne? Wir hatten es letztens erst, habe ich wieder vergessen. Oder Kuschel. Oder wie es gesprochen wird. Nein. Sicherheitszone. Okay. Ja, mein Eimer ist weg. Nur irgendwelche Leuchtpilze nach vorne. Das sieht nicht gesund aus. Ach du Schande. Ach, diese Viecher. Wo muss ich denn da lang? Ich dachte, die kommen nicht hoch. Beruhigende Stunde im Ladebildschirm. Finde ich gut. Was sind das für Organismen? Das sind keine Roboter. Ein Mensch. Nee, auch ein Roboter, okay. Ein Putzroboter. Die Slums. Okay, der hat Angst vor uns. Wieso macht er einen roten Alarm an, nur weil eine Katze kommt? Ich bin Luzi, der Schrecken der Straße. Sieht man denn jetzt hier schon irgendwas?
Ah, diese Rußmännchen aus Chihiros Reise ins Zauberland. Das kenne ich nicht. Du kannst mir das nicht vorlesen? Die sind auf jeden Fall alle hier in heller Aufregung. Vor allem, warum tragen die Roboter Kleidung? Okay, Bosskampf. Der Einzige, der keine Angst hat und der hat einen Stock in der Hand. Wie treffen? Treffen? Ich lese das jetzt nicht vor. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zurg. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Sprachlos. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Also das ist, er macht gerade Babelfisch. Er macht gerade Simultanübersetzer. Okay, das ist nett. Das sind Zurks. Okay. Wir können den roten Alarm abstellen. Ich fresse euch nicht, aber ich werde überall hinfinden. Ist ja süß, dass er lächelt. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Gegenstand anzeigen. Postkarte. Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg, außer Momo. Er ist ein etwas widersprüchlicher Roboter, oder? Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben auf dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. So, okay. Zögere mich jederzeit zu rufen, ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Mono oben in dem orangefarbenen Neonschild. Er ist die einzige Spur, die wir haben, ja. Ach, das meinen die mit Hilfe. Okay, alles klar. Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Gib nur ein wenig Wasser dazu und schau, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Die Außenwelt? Warum sich die Mühe machen, sie zu finden? Uns geht's doch gut hier.
Kurschi, okay. So langsam macht der kleine Roboterübersetzer ja Sinn. Ja, vielleicht haben sie das so gemacht. Okay, die Reaktion ist unterschiedlich. Ist ein bisschen böse, dass ich die Meditation störe. Warum da hochgehen? Da ist doch nichts. Ich glaube, Momo hat auch so ein paar Bilder. Hast du es ihm denn gezeigt? Nein. Wie bitte stören meine Meditation nicht mit seltsamen Bildern? Du hast dann so einen Schrecken angejagt. Wir dachten, du wärst ein Zurg. Okay, Zurg sind wohl dann doch noch die komischen Viecher da draußen. Das hier sind keine Zurg, sondern die da draußen sind Zurg. Okay, oh, so hübsch. Sehr schön. Dachtest du wirklich, du könntest einen Aufzug sehen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Und ich werde morgen 374 Jahre alt. So ein schöner Traum. Wie schade, dass es nur ein Traum ist. Hatte ich den schon? Ja. Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen, haben uns die Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Die Weichen. Die Roboter, denken sie, werden unsere Vorfahren? Wir werden ihre Vorfahren? Interessant. Okay. Gut, die Menschen haben sich Roboter gebaut, haben sich mal wieder selbst ausgerottet. Bis das klassisch ist. Wir kriegen ja sonst nichts hin, aber das kriegen wir noch hin. Und ja, dementsprechend sind die der Meinung, wir werden die Vorfahren und gut ist. Was ist denn das? Oh, Ball! Ah, Ball! Notenblatt infizieren. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das ist ein Musiknotenblatt, ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Es kostet dich eine Dose Energy-Drink, weniger ist nicht drin. Okay. Stromkabel inspizieren. Das ist ein Satz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich ein super Spiritus-Reinigungsmittel, das ist das Beste, was ich tun kann. Okay. Das ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Drei Dosen. Puh. Der Marktplatz. Wie wär's mit einem... wo soll ich den Energy Drink herkriegen? Wir haben Glück, dass... Hallo? Dass wir diese Gegenstände haben, um uns gegen die Zirks zu verteidigen. Sonst gibt es viele Bedrohungen. Vorsorge ist das A und O. Manchmal stoßen wir auf gefälschte Bilder wie diese hier, die alle von der Außenwelt reden. Ein schöner Traum, finde ich. Okay, ich würde sagen, unsere Aufgabe ist, die Roboter in die Außenwelt zu überführen und unsere Freunde wiederzufinden. Zack ist das. Ich habe es auf der Straße liegen gelassen. Am nächsten Tag hatten die Zocks es komplett gefressen. Was denn? Das da folgt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Noch ein Bild von der Außenwelt? Lass mich bloß in Ruhe mit dem Kram. Das ist doch alles Quatsch. Okay, da glaubt natürlich keiner dran. All die verquerten Sachen passieren nur dir, Kumpel.
Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Das ist gefährlich. Außen ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Das ist ein schönes Bild. Gefälscht, aber schön. Ach, wie süß. Ich kann mich da einfach schlafen legen. Das ist ja knuffig. Und wir strecken uns nochmal. Sehr schön, so muss das sein. Nur der Wächter kann diese Tür öffnen. Okay. Wo kriege ich denn das Energy Drink her? Okay, ich kann hier mal echt hoch hinaus, was? Hier gibt es da bestimmt Energy Drink in der Wohnung, oder? Ich finde es immer gut mit den... Also ich mag das jetzt mit der Drohne. Kann ich mich wenigstens ein bisschen mit den... Oh Gott, ich mache hier alles kaputt. Mit den Einwohnern unterhalten. Notizbuch von Clementine, 4-4 nehmen. Nehmen wir erstmal mit. Ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol darauf. Das erscheint jemand namens Clementine zu werden. Alles läuft... Nicht gleich runterscrollen. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort am Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Seine Augen... Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Ja, wir müssen auch zu Momo gehen. Ist ja gut, aber wir können ja erstmal alles inspizieren. Wir müssen ja sowieso Sachen sammeln, so wie das aussieht. Ne? Ich will auf das Bett springen. Okay. Ein Notenblatt. Honey, einen schönen guten Abend. Die Weichen mussten weichen, so sieht das aus. Was ist das für ein... Honey, erstmal vielen Dank für die 22 Monate. Hab endlich mal wieder Zeit, vorbeizuschauen. War die letzten Wochen im Ausland. Wie geht's dir? Bis auf die Wärme gerade ganz gut. Ich habe gestern und heute mal frei gehabt. Vorbereitung Charity-Event ist anstrengend. Aber ich glaube, wir werden eine schöne Zeit haben am 10.09. Sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Außer dass viel zu tun ist. Und Mittwoch mal wieder ein Stream ausgefallen ist. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Ja, warte mal ab. Ich will da nochmal dran kratzen. Da ist auf jeden Fall jemand drin. Nee, ich komme da nicht hoch. Ich will aber hoch. Gut, dann nicht. Dann machen wir das so. Und so. Und was ist das? Ich will jetzt diesen Energy Drink haben. Cool, der Stapel Farbe, die ich wieder runterschmeißen kann. Oh, diese Lichtkreise sind so schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Die Lichtkreise müssen wir gleich mal sehen. Zwanito, die Außenwelt? Momo sagte mir, dass er mich eines Tages dorthin bringen würde. Ah, Tatsache, die haben sich Lichtkreise aufgemalt. Ich hoffe, es geht dir auch gut, Horny. Beruflich im Ausland gewesen oder
Urlaub wahrscheinlich nicht, ne? Chefi, vielen lieben Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend an die Pfötchenbande. Hi. Du hast heute wieder einen Gruselabend gehabt. Wir haben das genaue Gegenteil von Grusel. Wir haben Katze. Ist sie nicht süß? Ist sie nicht süß? Hört ihr das Schnurren? Das beruhigt doch, oder? Ich nehme an, ihr hattet einen schönen Stream, ne? Hast du schon gespielt? Edgecater Silver, na Wind. Ah, erstmal strecken. Wenn ich den jetzt anspreche, dann lässt er doch bestimmt die Farbe fallen. Lass Vapora bitte in Ruhe. Sie ist so tollpatschig. Vapora ist doch da unten. Oh. Ganze Gartenstühle haue ich hier weg. Vapora, Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Angel fallen lassen. Die arme Vapora. Ups. Ist auch gemein. Zur Absicht hier alles, oder? Oh, Ball! Ich freue mich schon auf das Shirt-Event. Ja, danke. Mir geht's auch gut. Ja, war geschäftlich. Waren zuerst in Ungarn und dann in Brasilien. Das ist ja mal eine Weltreise. Krass. Das ist so unübersichtlich hier. Einfach cool, wo man überall hin kann, aber... Elias Poramir. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir kommen. Hallo? Dasselbe Bild von der Insel, was der andere auch hatte. Das ist doch hier bestimmt eine von diesen Erinnerungen. Das, guck mal. Erinnerung? Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das muss irgendwas mit Schlüsseln sein. Steht irgendwas mit Help Humans drauf? Das ist auch nicht. Nee, gesehen habe ich sie bisher noch nicht. Guten Tag. Du bist in Elliot hier? Er ist gleich da drüben. Die Außenwelt? Warum die Mühe machen sie zu finden? Uns geht's auch gut hier. Notenboot. Oh ja, jeder erkennt dieses Symbol. Das sind die Außenwelten. Sie leben in den oberen Etagen dieses Bezirks. Du kannst wahrscheinlich mit Momo darüber reden. Wenn die überhaupt noch da sind. Ein Notenblatt? Ich spiele kein Instrument. Tut mir leid. Okay. Ja
gut, die wohnen in den Wohnungen der Außenwäldler, ne? Deshalb haben die die ganzen Bilder da auch. Gibt's denn hier irgendwo, Das sieht nach einem Steckbrief aus. Merken. Ziemlich großer Bärensalz. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keinen, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Genau, allein aus Gewohnheit machen die das weiter. Erstmal guten Tag auf dem Teppich sagen. Es gibt bestimmt ein Achievement. Alle Teppiche im Spiel angekratzt. Warum sich die Mühe machen, sie zu finden? Das geht's doch gut her. Wenn das noch so einer sagt, dann glaube ich, dass es ein programmiertes Mantra ist. Zweimal haben wir es jetzt, glaube ich, gehört, ne? Glaube ich. Oder? Oder dreimal? Aber öfter auch noch nicht. Das habe ich in anderen Spielen schon schlechter bekommen. Irgendwie. Ja, kann ich dir helfen? Einige Leute haben versucht, in dieser Stadt einen Ausgang zu finden. Also ist nicht gut gelaufen. Oh ja, 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 das sind die Außenwäldler. Genau. Mit Momo. Okay. Okay, ich habe halt noch nicht so viel, was ich ihm zeigen könnte, vielleicht. Ist doch nicht schlimm, wenn ich kleine Festplatten durcheinander bringe, oder? Also, irgendwie war dieser Elliot nicht hilfreich. Sag mal, gibt es hier eigentlich eine Karte? Ich finde das sonst im Leben nicht wieder. Das kannst du vergessen. Warum leuchtet das hier auf meinem Rücken gerade auf? Guten Tag. Oma hat mir diese kleinere gemacht. Ganz schön schick, oder? Ah, ein blauer Himmel. Das ist ja schräg. Quapp, willst du etwas? Ich weiß nicht. Ja, ach. Okay, ich glaube, ich zeige jetzt erstmal keine Außenweltbilder mehr. Ist zu strecken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestreckt. Da hat man immer gut zu tun. Wenn mir etwas Stromkabel blickt, vielleicht könnte ich dir einen Poncho strecken. Du inspirierst mich. Aber ist es nicht leicht, die Mat. Wieso streckt man mit Stromkabeln einen Poncho? Die Oma. Okay. Omas Kleidung. Auch für Katzen? Oma mag uns. Ich finde die doch im. Ich finde das doch im Leben nicht mehr wieder hier. Ich wüsste nicht, wie ich ohne Karte hier. Ach, hier sind wir hergekommen. Na? Er stolpert immer über mich. Ich
gleich digitalisiert den Energy Drink. Okay, wenigstens wissen wir jetzt, wo wir Energy Drinks herkriegen. RIP Humans. Alles klar. Ruht in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Ich denke, die wohnen in der Oberwelt, die Menschen. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß nicht, ich sag's ja in 5 Mal. Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage. Aber sind sie wirklich in Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Ich bin ja auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre für ein bisschen Stimmung zu sagen. Wenn du welche findest, bring sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Mosuke. Da steht ja alles drauf. Nicht stolpern. Ach. 1000 Händler, Super Spirit Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot Programmierung. Super Spirit Wäscherei. Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Ah, wegen der Farbe. Hör auf, über meinen Laden zu spielen, du tollpatschiger Racker. Ah. Und nur weil er da schon ist, können wir jetzt hier irgendwas ausräumen. So sieht das aus. Genau. Sonst hätte er uns nämlich nicht reingelassen. Dann haben wir das einfach mal so im Vorbeigehen vorhin versehentlich gemacht. So sieht das aus. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich hier auch nicht reingekommen. Guten Tag. Na, wenigstens findet Cosma gute Verwendung für das ganze Ranimus-Mittel. Komm, ich zeige Ihnen nochmal das Bild hier. Okay, Mantra. Nein, danke, ich habe keinen Durst. Ich wette, manche Leute werden für eine Flasche der Superspirit alle Menge bezahlen. Okay. Ja, der Tauschhändler. Oh, Entschuldigung. Surgery. Gute Frieden Dosen erstmal. Bitte sei nicht so kindisch. Ich werde dir nicht wehtun. Hä? Zum Tauschen, da ging es doch hier aber auch irgendwo entlang, oder? Ah, der ist leer, der Automat. Das ist natürlich doof. Okay, sie wartet jetzt so lange mit Kabel werfen, bis er mit Putzen fertig ist. Kann man natürlich mal machen. Hier oben haben wir noch nicht. Belüftungsstromversorgung. Ich weiß nicht, wie klug ist das, die jetzt rauszuziehen. Also der Einzige, der erstickt bin, ist ich. Die Roboter brauchen aber wahrscheinlich wieder keine Luft. Ach so, okay. Ah, Mann! Wer war als Moderatoren?
glaube ich. Verdammt. Mann! Und damit hallo. Ja, hallo, Juan. Ich hab dich auch lieb. Das ist mal eine Ankündigung hier, ey. Treffer. Aber wie? Sie haben es vorhin schon versucht. Und da habe ich gesagt, das könnt ihr vergessen. Ich werde mich heute nicht erschrecken. Ich bin hier im tiefen Entspannungsmodus. Und dann sowas. Einfach mal 2 Stunden gewartet. Und dann hinterhältig in den Rücken gefallen. Vielleicht gibt es auch ein Regengebiet. Und ohne Ponche traut sich die Katze nicht rein. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Falls ich recht habe, war es kein Spoiler. Mann, oh Mann, oh Mann, Mann, Mann. So, jetzt können wir dann da rein. Ja, ach. Oh. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen, der da in seiner Tonne steht, ne? Die Schneegeister schreien herein und geistern jetzt bei Well durch den Chat. Einen schönen guten Abend, Nathalie Schnee. Dankeschön für den Raid. Vielen lieben Dank. Auch Stray gespielt. Miau. Hi, Jill, Nathalie, einen schönen guten Abend. Flip-Flop. Guten Abend. Dankeschön. Kinatavo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist ja lieb. Dankeschön. Frau Schnee und Schneegestöber, war geraten. Schönes Spiel, ne? Ich bin heute mit angefangen. Ich bin ein bisschen langsam unterwegs. Aber ich habe mir gedacht, ich gucke alles an und es ist süß gemacht. Es ist echt süß gemacht. Ein bisschen komisch mit diesem Rucksack hier, aber sonst okay. Rathausbett. Moin, moin. Ja, ich hoffe ebenso. Außer, dass warm ist. Was für ein Schmacksimik. Viel in Love. Ach, Dankeschön. Fifi AD. Schneegeister wollten die Community sein. Schneegeister klingt auch gut. Vor allem der Schnee, bei der Hitze, tut das auch mal richtig gut. So, gehen wir da mal rein. Miau. Als Katzenliebhaber muss man einfach das Spiel mögen. Erstmal was trinken, genau. Zu warm, ja, in der Tat. Ich habe den Ventilator laufen, sonst wäre es nicht so wirklich gut. Und da ich im hohen Norden wohne, bin ich hier noch verwöhnt wahrscheinlich. Raffiniert. Okay. So kommt man auch raus. Ich sag, alles ankratzen lohnt sich. Es gibt bestimmt ein Achievement dafür. Aber dass Roboter Fotos von sich aufhängen? Obwohl, nee, wer weiß, vielleicht war das ja der Mensch, der hier Fotos von seinen Robotern aufgehangen hat. An! Einen wunderschönen guten Abend, An! Hi! Oh Mensch, ey, danke für das Abo. Krass. Dankeschön. Katze, guten Abend. Ach, ich stoppe mal eben die Aufnahme.